Gut, dann machen wir's. Let's go. Dennis Geschichte muss fortgesetzt werden. Wenn du ihn verlierst, musst du die Episode neu starten. Oh mein Gott, ich würde mal sowas von sagen. Challenge Time, oder? Also wenn Daniel drauf geht, müssen wir instant neu starten. Egal wie viele Charakter wir noch haben. Die Episode. Let's go. Keep searching. I'll go oh, take oh. A look. Oh oh. Das wird interessant. Das wird doch ein Klacks für uns, Leute. Ist doch ganz entspannt. Hascha war auf der Suche nach etwas im Archiv für Schenkungen und Biografien. Es zu finden könnte der erste Schritt sein, um seinen Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Also das ist unsere Aufgabe. Wir wollen den Hascha finden. Immer noch, ja. Wir waren ja da im alten Haus, haben die komische Spieluhr zurückgegeben. Und anscheinend sind wir jetzt dann im Archiv erstmal, ne? Das wird wahrscheinlich unsere Anlaufstelle Nummer 1 werden. Und ich sag's nochmal, wenn Daniel drauf geht, Episode von vorne starten. Das ist ja überhaupt jetzt ohne Druck, die ganze Episode hier. Ist ja der Wahnsinn. Komplett gar kein Druck. Nice. Ich freue mich. Während wir hier in der Ladezeit festhängen, möchte ich Ihnen einen Random Fakt preisgeben. Oh, nee, Ladezeit. Aua! Ein verzerrter Fakt. Archiv der Abteilung für Geschichte. Alright, where should I start? Ich weiß es doch selber nicht, Daniel. Ich habe jetzt schon wieder die Schnauze voll. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier können wir wahrscheinlich wieder Bücher einfach lesen. Biografien und alte literarische Abhandlungen. Ja. Ich bin aber froh, dass es wieder losgeht. Ich habe Bock drauf. Ich habe keine Zeit, Wasser zu trinken. Doch, hast du jetzt wohl, Daniel. Was ist das? Es sieht nicht so aus, als hätte Hascha irgendetwas hier zurückgelassen. Okay. Wie man es kennt, das Spiel zeigt uns natürlich, wo wir ein bisschen interagieren können. Ich würde mich hier genauer umsehen, wenn ich hoffen könnte, etwas Nützliches zu finden. Ich sehe aber mehr nur Verpackungen von Snacks. Das ist doch geil. Wenn du weißt, wie du die nutzen kannst, Dokumente aus dem Archiv, ich brauche das nicht. Okay. Notizen in alle Geritze. Das ist nicht Haschas Handschrift. Weil wir sind jetzt gerade auf der Suche nach Hinweisen, wo Hascha sich aufhalten könnte. Ein Faxgerät, das sind die nutzlosen Geräte, die ich je genutzt habe. Und das ist ein Kopierer. Gut, durch diese Türen können wir... Durch diese Türen können wir also durch, wahrscheinlich. Ja. Guten Tag! Aha, eine Kaffeemaschine. Geil. In der Maschine ist eine Tasse Kaffee. Ja, und jetzt? Können wir nicht aufnehmen, oder was? Eine Zeitung von August. Hut mit kurzer Krempe. Ein Hut aus braunem Filz. Ach, gut. Da ist ein Etikett im Inneren. Ja, wie kann ich denn... Auf dem Etikett steht 100% Filz, Größe 6. Es gibt eine Hutgröße? Oder habe ich wieder was gelernt? Nice. Nehmen wir natürlich. Achso, das sollen wir uns wahrscheinlich merken, ne? Größe 6. 100% Filz. Wichtig, Leute. Bitte einmal kurz einprägen. Was steht hier drauf? Aha. Größe 8. Aha. Also entweder der Kopf ist ganz schnell gewachsen... Oder ist es von einer anderen Person? Did you see it? Gut. Weit ist hier eigentlich nichts mehr sonst, ne? Guck mal hier. Zachary Dunn. Ah ja. Mr. Zachary, sind Sie anwesend? Nee. Ein Zachary. Schönes Büro. Gemütlich. Was kann er hier machen? Ich sehe niemanden, der über den Campus läuft. Schade. Scheint nichts im Regal versteckt zu sein. Dann müssen wir also erstmal gucken, wo wir den Anfang hier bekommen, ne? Sieht so aus, hätte der Professor hier einige Überlegungen für seine zukünftige Forschung niedergeschrieben. Haben wir hier. Wie waren das nochmal? Dokumente? Okay. Okay, da können wir auch nur lesen. 12.30 Uhr Prüfung. Das ist ja heute. Der 16. Dezember. Was? Was für ein Zufall. Mich würde es mal interessieren, wenn man jetzt zum Beispiel am 15. spielt, ob das dann was anderes ist.
Und da ist auf jeden Fall... Wir haben schon wieder was rascheln gehört. Da ist auf jeden Fall ein Tisch, wo wir uns verstecken könnten. Okay, der sollte auch auf der Map markiert sein. Wo waren die Map jetzt nochmal? Irgendwie so. Ne, das ist Taschenlampe aus. Ah ja. Der modernes Archiv. Alles klar. Let's go. So weit, so gut. Wir wissen natürlich nicht, ob hier irgendwie was sich abspielt, ne? Aber die Tatsache, dass Daniel nicht sterben darf und wir sonst dann die Episode komplett neu starten müssen, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ne? Da müssen wir dann auch ein bisschen vorsichtiger sein. Also wenn da eine Wanne mit schwarzem Wasser steht, dann sollten wir auf jeden Fall nicht da reingreifen, denke ich mal. Ich will ja nicht sagen, aber dieser Typ muss ein ziemlicher, starker Trinker sein. Ja. Studentenakten. Ich sollte besser nicht mehr darin stöbern, als notwendig ist. Notwendig. Auch sehr schöner Satz, Kevin. Was haben wir hier? Dezember 1998, Prüfungstermine. Geografie-Abschlussprüfung. Oh Gott. Klassenzimmer 5 und 6. Kunstgeschichte, erstes Trimester. Klassenzimmer 5, 6, 7 und 8. Wer soll sich denn diese Scheiße merken, bitte? Also ich bin mir sicher, dass wir dass da irgendeine Info bei ist, die wir nachher brauchen. Der Mann muss ziemlich exzentrisch gewesen sein, genauso wie Hascha. Ich frage mich, ob es eine Voraussetzung für dieses Institut ist. Mann, Daniel, sei doch mal nicht so... Nee, hier gibt es noch nichts. Wir machen uns natürlich erstmal ein bisschen um, ne? Es ist gar nicht was los. Es ist gar nicht, was hier abgeht. Kaffeemaschine können wir... Was ist das? Joseph Michael Merino. Ah. Vor Hutgröße haben wir geschaut. Was war das bei dem Hut da? Haben wir. Warte mal, hier ist ein Bild. Wir können es hier nur. Joseph Michael Merino hat diesen Hut auf, der hier rumliegt, glaube ich. Was jetzt irgendwas zu bedeuten hat, keine Ahnung. Ist auch, glaube ich, erstmal egal. So. Hier können wir nichts machen. Warum spielt die Musik? Warum wird die Musik jetzt? Daniel, da hast du. Du bist einfach nur gegen die Antenne gekommen. Also so schlimm ist das jetzt auch nicht. Ruhig, Brauner. Vielleicht sollten wir erstmal dahin gehen, wo die Lampe leuchtet. Was ist das denn hier? Flaschen mit Reinigungsmitteln. Die meisten davon sind leer. Ach du heilige Scheiße, was können wir die hier alles machen? Was zum Teufel hat Hascha hier drin gesucht? Ich weiß es doch nicht. Auf dem Bücher. Regal A. Danke. Regal B. Lass mich raten, Regal C? Regal C. Ah, und jetzt Regal D. Boah. Was haben wir hier? Regal E. Regal F. Regal G. Was hat denn? Taschenbecher voller Zigarettenhascher mag hier gewesen sein, aber es steht nichts Hilfreiches auf diesem Zettel. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier irgendwas durchsuchen. Was wir gerade schon tun. Da stehen auch ein paar Bücher. Einen Sinn. Bücher. Wenn ich hier etwas finden müsste, hätte ich keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ja, wahrscheinlich müssen wir bestimmt nichts finden hier gleich. Oh, was ist das denn hier? Ich sehe was. Ich sehe was. Aha. Oh, oh, oh. Der verrückte Hubacher. Ha, 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 Geschichte. Ein lustiger Cartoon von einem der Professoren. Schön. Geile Zeichnung. Geile Zeichnung. Erstmal alles da. Ich glaube, da müssen wir noch gar nichts machen. Wir wissen ja gar nicht, was wir hier irgendwo finden können. Welches Buch? Ein Haufen Junkfood. Ja, rein da! Was ist das? Gott. Okay, das ist auf jeden Fall wieder irgendwie über ein übertriebenes Rätsel, wovon ich absolut keine Ahnung habe, Leute. Bibliothekskategorie. Informatik, Information und allgemeine Arbeiten, Philosophie und Psychologie. Religion, Sozialwissenschaften, Sprachen, grundlegende Wissenschaften, Technologie, Kunst, Handwerk und Freizeit, Literatur, Geschichte und Geografie. Achtung. Boah. Das wird ja jetzt lustig, du. Können wir hier rein? Nee, können wir nicht.
Doch, können wir wohl. Gibt's Treppen? Ein Diaprojektor, sieht so aus, als würde er funktionieren, aber er ist nicht angeschlossen. Ja, dann macht das doch. Überall liegt audiovisuelles Material verstreut herum. Ich wette, Hascha hat etwas damit zu tun. Was können wir denn machen? Er ist nicht angeschlossen. Das heißt, wir müssen ein Kabel finden oder was? Oder was sollen wir jetzt hier finden? Oh Gott. Kuckuck. Was haben wir hier? Jemand hat ein Notizbuch hier gelassen, aber es sieht nicht so aus, als wäre der S-Hascher gewesen. Das kann ich natürlich komplett entziffern, wenn da so ein Notizbuch liegt. Diese Kisten müssen eine Tonne wiegen. Ich komme da nicht durch. Notiz zu verschiedenen Recherchen. Sie haben nichts mit dem zu tun, wonach ich hier suche. Toll! Hier sind auch wieder einfach nur Bücher, ne? Also ich bin mir sicher, dass wir die ganzen Regale hier nachher durch... Also da brauchen wir irgendein Buch raus, wahrscheinlich. Aber wir wissen natürlich noch nicht, dass das der Fall ist. Weil ich könnte es mir halt denken. So, wir haben schon mal einen Anhaltspunkt. Wir haben einen Projektor, wo wir anscheinend einen Anschluss brauchen. In diese Richtung sind wir noch gar nicht gelaufen. Da flackert das Licht bei der Tür. Sehr beruhigend. Gebäudeverwaltung. Tür ist abgeschlossen. Neben der Tür ist ein Kartenleser. Schön! Ein Kartenleser! Na toll, dann brauchen wir eine Karte, eine Zugangskarte brauchen wir auch. Wahnsinn. Wo sollen wir denn eine Zugangskarte finden jetzt? Hier ist auch noch was. Aha! Notiz von Professor Merino. Eine Nachricht für Maxwell Glover, den Hausmeister im Geschichtsinstitut. Lesen. Hallo, Herr Glover. Ich habe versucht, Ihnen Ihre Zugangskarte zurückzugeben, konnte sie aber nicht finden. Ich dachte, Sie wären im Kontrollraum unten, aber da waren Sie nicht. Ich fahre über das lange Wochenende weg und ich werde nicht darauf warten, bis Sie auftauchen. Nicht alle von uns haben so viel Zeit. Gehen Sie zu den Regalen für den Themenbereich, den Professor Dunn lehrt. Suchen Sie dort den Abschnitt, der meinen Nachnamen enthalten würde. Zählen Sie so viele Regale nach rechts wie die Größe von Dunns Hut und schauen Sie in die oberen Fächer. Welcher Professor würde sowas machen, der einfach nur eine fucking Zugangskarte für einen Hausmeister zurückgeben muss? Dann pack die doch in fucking Briefumschlag und wirf die durch die Tür oder so. Alter, diese Menschen in dieser Uni, ne? Allgemein in diesem ganzen Spiel, die könnten sich zusammentun mit Wimmelbildspielern, weißt du? Dann kommt halt noch eine Aussparung und dann müssen wir noch die Hutgröße von dem Entwickler herausfinden, damit wir in der Aussparung die richtige Aussparung reinpassen können. Und dafür brauchen wir dann eine Zugangskarte für die Aussparung. Verwechseln Sie den Hut des Professors nicht mit meinem. Sie sind sehr unterschiedlich. Ich werde meinen zur Sicherheit besser mitnehmen. Ich wünsche Ihnen ein erholsames, langes Wochenende. PS, ich nehme meinen Hut nun doch nicht mit. Hä? Merino. Ja gut. Der Herr Merino hat seinen Hut nicht mitgenommen. So, wir brauchen die Größe von Dunns Hut. Wahrscheinlich ist der Hut von Merino der Zylinder. Ne? Also heißt, wir brauchen die 6. Das ist die 6, die Größe. Okay. Gut, dann lass uns nochmal in das Büro gehen. Ja, das denke ich mir auch, Daniel, die ganze Zeit. Endlich mal einer, der mich versteht, weißt du? Die anderen immer, oh ja, das muss ich lösen. Oh, stell das nicht mal in Frage. Aber nein, Daniel weiß Bescheid. Er denkt halt so wie ich. So, hier haben wir nochmal das Bild. Das einzige Bild, wo jemand einen Hut auf hat, ist der Herr Merino, ja? Schlussfolgerung ist also, der Zylinder kann es nicht sein. Es muss der andere Hut. Ah! Nee! Das ist der Tor. Doch nicht jetzt, Mann! Ich hab die Schnauze voll! Und so eine Scheiß! Meine Güte, wir sollten auf jeden Fall jetzt durch diese Tür gehen. Hey, holy hell, I thought I'd never live to tell the story. So, pass mal auf, wo ist denn der Hut hier? Das ist der Hut von Dunn, ja? Größe 6. So, der Zylinder ist es nicht.
Also die Zahl 6. Jetzt lesen wir nochmal kurz den Zettel. Da steht nämlich drin. Gehen Sie zu den Regalen für den Themenbereich, den Professor Dunn lehrt. Suchen Sie dort den Abschnitt, der meinen Nachnamen enthalten würde. Zählen Sie so viele Regale nach rechts wie die Größe von Dunns Hut. Und schauen Sie in die oberen Fächer. Gut. So. Haben wir hier irgendein... okay, das ist sein Büro. Können wir hier nicht hören? Warum können wir da nicht hören? Hier können wir auch nicht hören. Was ist das für eine Scheiße? Gut, und dann darf da ja nichts sein, oder? Okay. Gut. So, haben wir jetzt irgendwie eine Tafel? Hier haben wir eine Tafel. Es sieht so aus, als hätte der Professor hier einige Überlegungen für seine zukünftigen Forschungen niedergeschrieben. Ja, und die können wir nicht lesen, oder was? Warte mal, was? Historische Literatur und historische Abhandlungen in mehreren Sprachen. Prüfung. Am 16. Dezember. 12.30 Uhr. Okay. Wo waren nochmal die Sachen mit den ganzen Kategorien? Lass mal kurz gucken, Leute. Das war doch hier drin, ne? Genau. Irgendwo war doch hier dieser Zettel. Ach du heilige Scheiße. 12.30 Uhr, Literatur, erstes Trimester. Also Literatur müssen wir. Wir müssen zur Literatur. So. Hier sind Schmetterlinge. Also, mehr müssen wir ja gar nicht wissen, ne? Wir haben das hier. Also, gehen Sie zu den Regalen für den Themenbereich Literatur, den Professor Dunn lehrt. Suchen Sie dort den Abschnitt, der meinen Nachnamen enthalten würde. Wie auch immer ich das verstehen soll. Den Abschnitt, der meinen Nachnamen erhalten würde. Also M oder was? Für Mirino. Okay, komm, wir gucken erstmal nochmal auf diesen. Ja, stimmt, wir haben ja in der großen Halle haben wir ja einen Plan. Wir können uns ein bisschen umschauen. Wir können uns erkundigen. Und die Hutgröße ist Nummer 6. Gehen wir hin, Leute. Rätsel ist jetzt schon gelöst. Mach Tür auf. MV Michael, Plot Twist. Michael, hey, 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 hey. Nicht so hier, ne? So, jetzt warte mal. Hier stand diese komische Tafel. Plop. Literatur. Hä? AST bis Lip? Lick bis Sotz? Sur bis Will? Was ist das denn jetzt für ein Müll? Wir haben hier, bei Sprachen haben wir im MER, aber das war's dann. Ich dachte, wir müssen Literatur. Gehen Sie zu den Regalen für den Themenbereich, den Professor Dunn lehrt. Das ist doch Literatur, oder nicht? Warum U? Regal U? Wie kommt ihr jetzt auf Regal U? Ich bin da gerade nicht auf der Höhe, Leute. Es tut mir sehr leid. Okay, wenn ihr sagt Regal U, wir sind ja ein Team, ne? Dann machen wir jetzt Regal U. Wo müssen wir hin? Wo ist Regal U? U ist also hier rechts. Okay. Regal V. Regal U. Warte mal. Warte mal. Ich bin wieder komplett tot. Suchen Sie den Abschnitt, der meinen Nachnamen enthalten würde, zählen Sie so viele Regale nach rechts wie die Größe von Dunns Hut. Gut, das passt nicht.
Ich habe mich vertan mit der Uhrzeit. Das stand doch 12.30 Uhr. Warte mal. Ich bin ja jetzt schon wieder vom Hocker, Leute. Ich weiß doch jetzt schon wieder nicht, was abgeht. Wir laufen nochmal zurück. Ey, was ist das denn? Ja, die Tür versch... Oh. Okay. So, um nochmal genau... Also, um nochmal sicher zu gehen. Nee. Da möchte ich jetzt nicht dran. Warte mal, was steht hier? Hier steht doch 12.30 Uhr. Ja. Und was habe ich jetzt falsch gemacht? Habe ich nicht falsche Uhrzeit geguckt. Englisch ist 12.30 Uhr? Habe ich mich jetzt echt so vertan? Oder habe ich... Warte mal. Wir klären das kurz. Hier, pass mal auf. Ah, der Tag! Der Tag! Ah, ja, natürlich. Es ist der 16. Dezember und nicht der 15. Sorry. Es tut mir leid, ihr habt recht. Es ist Englisch. Sorry, Entschuldigung. Ich entschuldige mich vielmals bei euch, Leute. Tut mir leid. Also Sprache. Ne? Ihr seid ja richtige Helden. So, was ist das jetzt? Och, lecker. Warum können wir das Bild nicht aufnehmen? Nimm's auf, nimm's auf! Er nimmt's nicht auf. Okay. Dankeschön, Leute. Sonst hätte ich es jetzt wieder nicht gecheckt. Manchmal braucht man auch so ein bisschen, ne? Ein bisschen Hilfe, ne? Ist halt einfach so. So, wir gehen einmal hier rüber zur Tafel. Aber nicht so, Kevin, du Vollidiot. Wir müssen einmal hier nach links. Wie gesagt, ich sag's nochmal, wenn wir mit Daniel draufgehen, müssen wir alles wieder von vorne anfangen. Also die Episode hier. So, wir sind bei Sprachen. Und wir müssen dann zu Regal I. Weil M-E-R, ja, enthält ja seinen Nachnamen. Regal I. Dann gehen wir zu Regal I. Das heißt, das müsste hier rechts in der Ecke sein. Also nicht hier, sondern oben. Regal I, meine Damen und Herren. Wir bitten Sie um ein bisschen Verständnis. Regal H. Regal I. So, und wir sollen jetzt 6 Regale nach rechts, ne? Sehen Sie so viele Regale nach rechts, wie die Größe von dann tut. Alles klar. Also. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das ist dann Regal was? Hä? Wer denn da? Kann nichts machen. Daniel! Hier gibt's nichts. Ja, toll. Will ich ja auch nichts. So, und was war das jetzt? Von oben oder? Und schauen Sie in die oberen Fächer. Okay. Also das da. Na? Na? Moment, hier ist was. Ja, Daniel, greif zu! Schnapp dir die Tasche oder was auch immer da sein soll. Die Magnetkarte, ich fasse es ja nicht. Eine Karte mit einem Magnetstreifen auf der Rückseite. Jetzt erstmal einkaufen. Oder ist das keine Bankkarte? Nee, das ist einfach... Ja, schade. Gut, wir haben die Magnetkarte bekommen. Das heißt, wir können jetzt 2 weitere Türen öffnen, Leute. Jackpot! Ups. Können wir jetzt auch umsonst hier Dinge essen? Weil wir haben ja eine Magnetkarte, die ermöglicht ja eigentlich alles. Nö. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt... So, hier hin. Jetzt mach doch. Einsehen. Benutzen. Hup. Jawohl. Erstmal hören. Ups.
Nee, das war Daniel. Alles gut. Okay, Rainer. Hi, Hausmeisterbüro. Hier kriegen wir doch bestimmt das Zeugs für den Beamer, oder? Ja, alles wird gut. Alles gut, Daniel. Daniel, alles gut. Was ist denn jetzt hier los? Ghostbusters! Die Bildschirme! Oh ja. Das war jetzt creepy. Wir haben Tonband bekommen. Maxwells Sprachaufzeichnung. Eine Sprachaufzeichnung von Maxwell, dem Hausmeister im Geschichtsinstitut. Spielen. I just saw something weird as fuck. I was out having a smoke, because Miss Claire doesn't like me smoking near the books, even though the students do it all the time. When I came back, the slide machine had switched on by itself. Professor Usher once mentioned that the same thing had happened to him, so I thought it was just acting up again. I went to turn it off, and I saw there was a picture of the old archive door projected on the screen. Then the door started to open. I couldn't look away. And when it opened a bit more, I could have sworn I saw the control room from downstairs. And not just that, there was someone in there holding the release lever. It was me. I was in there. I pulled the cable, took the slides, and got the hell out of there. Laugh all you want, but now... Oh, I'm scared to go back downstairs. Er hat gesehen, dass wir uns lustig gemacht haben. Aber wo hast du denn jetzt das Kabel gelassen, bitte? Sag mir bitte, dass du das irgendwo hingelegt hast. Es ist schwer zu sagen, ob dieses schwarze Zeug nur Schmutz ist. Okay, er hat... Hier ist noch eine Tür, also könnten wir vielleicht durch. Hallo? Lassen Sie mich rein? Ah ja. Wo sind wir denn jetzt? Warte mal, Moment, wo gehen wir gerade hin hier? Was ist das hier? Der Platz unter die Treppe, der als Lagerraum genutzt wird. Ein Klassiker. Ja, das habe ich gerade auch gedacht, ha. Das Schließfach ist offen und es sieht leer aus. Ich frage mich, ob ich mich dort verstecken könnte. Natürlich. Okay. Rein. Oh, das ist aber kuschelig hier drin. Ist das schon wieder für eine Riesenanlage hier? Was brauchen wir hier? Hier soll da eigentlich ein Wachmann stehen. Es sieht so aus, als ob er seinen Posten sehr plötzlich verlassen hätte. Ja, das habe ich jetzt auch gedacht, dass er ihn sehr plötzlich verlassen hat. Wir sind einfach ein richtig geiles Detective-Paar, Mann. Aha! Ich kann hier sogar einfach rein. Diese Tür. Die Tür von den Dias. Ich konnte mich dahinter sehen und jetzt... Jetzt ist sie echt und ich kann sie öffnen. Das Bild von den Dias ist... Es ist eine Tür! Ich kann die Kette abnehmen, aber ich brauche den Schlüssel. Ich muss sie öffnen, um herauszukommen. Es ist alles so dunkel, aber wenn ich hinauskommen kann, vielleicht gibt es draußen Licht. Okay. Ich glaube, die Wachmänner hatten Phobien vor Türen. Hallo? Hallo, Zeit... Was machst du... Okay, ich glaube, das sollte nicht so sein. Shit. I'm gonna need something to hold that lever with. Ja, eine Hand. Also, die muss ich dann wahrscheinlich abschneiden, aber ich meine, ein bisschen Schwund ist immer, ne? Okay, hier können wir hören. Ja. Einer.
Oh, ich sehe ein Kabel für... Ich sehe ein Kabel, Leute. Nice! Leck mich am Arsch, ich dachte, wir sind tot jetzt. Junge, hab ich mich erschrocken. Alter, wahrscheinlich habt ihr es nicht mal mitbekommen. Ich bin einfach... Okay, ruhig. Daniel, bleib doch mal ruhig jetzt, Daniel, Mann. Ah. Oh, was für Wichser, ey. Ich hasse euch. Also nicht, ich meine nicht euch, Chat, ich meine die Leute hier. Bücher, die eingeräumt werden müssen. Nichts, das mir helfen würde. Toll. Das Vieh da links, doch, das habe ich gesehen. Ja, ich dachte, das greift uns jetzt an und wir werden jetzt, ey, das ist mit dieser Tür los. Sie scheint sich nicht zu schließen. Ja, dann mach die doch auf. Oh Gott! Was soll ich tun? Soll ich diese Tür öffnen? Ich würde mal ganz klar sagen, nein, oder? Ich weiß nicht, ich will da nicht rein, ich will erst nicht rein. Leute, ich sag's euch jetzt. Wenn wir draufgehen, dann müssen wir diese fucking Episode von vorne starten. Wir brauchen bisher keine Rohr... kein Rohrdingsbums da, keinen Seitenschneider oder was weiß ich. Lass mal jetzt noch nicht öffnen, bitte, Leute, bitte. Wirklich nicht. Also es ist wirklich kritisch. Das ist quasi so, als würden wir auf Hardcore-Modus spielen. Ja, das ist nicht lustig. Sind eh nicht weit, also let's go. Stimmt, du hast recht, Alter. Komm. Man lebt nur einmal. Daniel, auf geht's. Tür öffnen ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Und tschalala. Geil. Ja, immer besser, Mann. War jetzt doch nicht so spektakulär, wie ich gesagt habe, ne? Aber das ist es halt, ne? Es hätte auch ganz anders enden können. Es hätte auch sein können, dass dahinter jetzt ein dunkler Mann wartet, der uns einfach, der will, dass wir die Seife aufheben. Kann alles passieren. Aber wie dann, weißt du, jetzt sagen die Leute, siehst du, war doch nicht so schwer. Aber wenn ihr vor der Entscheidung steht, ja, mit der Gefahr, dass ihr wieder alles von vorne machen müsst, dann will ich das mal sehen. Wie ihr euch einfach mal so entscheidet. Das wird nämlich nicht passieren. So, wir können jetzt immerhin den Projektor anmachen. Hier durch diese Tür können wir wahrscheinlich noch nicht durch. Bislang, weil wir haben ja gesehen, wir brauchen was, um das zu halten. So, warum kann ich... So, ja gut, das haben wir ja schon gemacht. Aha. Aha. Jetzt lass mich bitte einfach hochlaufen, ohne dass irgendwas passiert. Aber scheiß drauf, Daniel ist nur einmal tot. Also eigentlich macht das sogar wirklich das Ganze noch ein bisschen spannender, weil wir dürfen halt absolut nicht drauf gehen. So, da sind wir wieder back in town. Können wir sonst auch nicht mehr machen, ne? Was ist das hier? So, das sind die also Videokassetten. Die ganzen Sinister-Videokassetten, man kennt sie. So. Wir haben aber noch eine Tür, die wir öffnen können, die wir vorher nicht öffnen konnten. Und zwar diese hier. So, dann lass mal kurz hören. Rein. Tag. Zimmerservice. Was ist das hier? Ich glaube nicht, dass ich eins dieser Werkzeuge brauchen könnte. Ja, ist doch egal. Nimm doch einfach mit. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Becken überhaupt Wasser ist. Wie kann man das denn nicht wissen? Guckst da rein und siehst, ob da Wasser ist. Dias. Ein Satz Dias. Sie sind dazu gedacht, auf einer weißen Leinwand projiziert zu werden. Ja.
Das hast du gut beobachtet, du. Daniel ist halt ein Fuchs, ne? Ein richtiger Fuchsmensch. Ich nehme an, dass ich hier im Abstellraum bin. Daniel ist so schlau, ey. Ich bin so froh, dass wir ihn haben. Wirklich. Er kann uns wirklich helfen bei manchen Rätseln. Was machst du da, Daniel? Ich hätte das nicht sagen sollen. Das ist seltsam. Das hat nichts mehr mit seltsam zu tun. Das ist die Hölle. Schnell, panisch im Kreis laufen. Das macht alles besser. Halt durch. Nur noch zwei Runden. Eins, zwei. Sag ich doch. Egal, wir sind kranisch im Preis. Kranisch. Kranisch im Preis. Wir sind panisch im Kreis gelaufen. Das ist alles gut. So, Puls wieder runter, bitte. Einmal durchatmen, Daniel. Alles wird toll. Alles wird in Ordnung. Alles wird gut. Ja? Bitte nicht so ängstlich sein. So, Leute, wir gucken uns jetzt die ganzen Sachen an hier. Dias gucken wir uns jetzt an. Es wird Zeit. Hab die Schnauze voll. Ich möchte jetzt hier benutzen. Alter, das hat ja voll was von The Ring einfach. Das Ding ist, es wurde gesagt, dass die Tür echt dann plötzlich da war. Und man da irgendwas gesehen hat. Das heißt, wenn wir das jetzt sehen, Leute, sind wir in sieben Tagen sind wir tot. Also wer keinen Bock darauf hat, bitte einfach wegschauen, ja? Jetzt.